Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Nachwuchstalent. Und heute ist so ein kleines Special mal angesagt. Und zwar, ich stelle heute keinen Kanal vor, sondern einen Server. Der Server heißt Gameplays und ich bin hier gerade mit den Machern am Start. Und zwar einmal mit dem Ghost Gamer und mit dem JPlays. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Den JPlays kennen vielleicht schon ein paar, weil mit dem habe ich mal Nachwuchstalent gemacht. Und ja, erzählt mal so ein bisschen, was hier auf dem Server so abgeht, was es hier gibt und was man hier spielen kann. Ja, also fürs Erste, wir haben halt so, bei wem möchte man eigentlich ein Echo? Wir haben fünf große Spielmodus mehr oder weniger. Okay. Und zwar einmal hier Bed Wars halt, das ist relativ Standard halt, nur dass du verschiedene Shop-Arten und so hast. Vielleicht kennt jemand das, diesen neuen Shop, wo du einfach auf die Items klickst und die dann bekommst, und es gibt auch diesen normalen Standard-Gommel-Shop und so. Ach, das Kaufsystem, was Revi auch hat, habt ihr da, ne? Genau. Ja, genau. Und ja, dann haben wir hier noch so TNT-Run. Okay. Da kommen jetzt auch bald ein paar neue Maps auch raus, die wurden im Moment jetzt fertig gebaut, die müssen wir noch aufsetzen. Mhm. Dann haben wir hier Arcade-Sachen, da gibt es Jump'n'Run und sowas. Ah, okay. Und, nice. Ja, da kann man halt sich so ein bisschen die Zeit mit vertreiben, ist jetzt kein großer Spielmodus oder so. Mhm. Misst halt die Zeit und sowas, und wir haben ungefähr 10 Maps oder so, die man dann in möglichst guter Zeit durchspielen kann. Okay. Und dann haben wir hier One in the Chamber. Ist halt ziemlich basic, du hast einen Bogen, kannst damit halt One-Hitten oder mit dem Schwert halt die Leute sonst so töten. Und ja, Nico, vielleicht erzählst du so ein bisschen was über die, keine Ahnung, Nick und sowas alles. Ja, also Nick ist wie gesagt in Bearbeitung, also das ist halt relativ schwer, dass es mit allen Spielmodi kompatibel ist. Sandlobby und so klappt schon, aber sonst nur, es gibt noch ein paar Bugs, kleine, aber die werden zurzeit auch behoben. Ja, vor allem, keine Ahnung, wenn da ein paar Leute hier drauf spielen, wäre halt ganz cool, wenn ihr da mal den Server euch anschaut am besten. Ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und dann findet man vielleicht auch noch ein paar Bugs und kann man das den Leuten dann Bescheid sagen. Ja, genau. Wir haben halt so einen Report, genau, wer auch immer das gerade benutzt hat. Ja gut, also wir haben ein Report-System, okay. Meistens wird da eh nur Scheiße reingeschrieben und die Admins werden reported wegen Flyhacks. ja, ist, keine Ahnung, vielleicht braucht man es irgendwann mal. Okay. Sonst Silent-Lobby gibt's für YouTuber und Mods und so, falls die ihre Ruhe haben wollen. Mhm. Dann sieht man bei Tab die Leute nicht und sowas alles. Dort gibt es noch dieses Hilfe-Menü, das ist das Redstone Dinner Leiste zum Beispiel fix. Okay, ja, ich da kann hier man die einzelnen Befehle nochmal aufrufen und die TS-AP und sowas sehen. Oh, das ist nice, okay. Dann gibt es noch hier die Premium Boots, kann man als Premium oder Mod so haben und haben halt alle so ihre eigenen Features. Speed Boots, machen wir irgendwas Geiles haben, was ist denn geil? Speedboots sind ganz geil, da kannst du die ganze Zeit ziemlich schnell mit, und sonst kann ich die Tunnelboote. Ja, und sonst Tunnelboote. Oh mein Gott, Alter. Okay, nice. Ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, wir spielen irgendwas, ne? Ja. Wollen wir einfach Bed Wars Schulen spielen? Das ist direkt die Map vorne in der Mitte. Ja. Ich weiß nicht, ich hätte Bock auf One in the Chamber. Weil das gibt's ja auf keinem anderen Server, wo ich bis jetzt gespielt habe. Außer wollen wir die Map Snow machen? Die passt so ein bisschen zur Jahreszeit vielleicht. Okay. Ja. Ja, dann am besten alle mal hier. One in the Chamber Snow. So, mal gucken. Wir haben nämlich ein paar Leute aus dem Teamspeak hier reingeholt, dass wir vielleicht so ein paar Leute sind, die hier spielen. Ja, 6 Leute schon mal ganz schlecht. Geht das mit 6 Leuten? Startet das dann? Ja, startet ja, das 2. Okay, nice. Kann ich slash Start machen als YouTuber? Bei manchen Spielmodis, aber Dings, OETC unterstützt das noch nicht. Vielleicht können das wir halt das so bearbeiten. Also eigentlich geht es, aber irgendwie ja, klappt nicht. Willst du nicht manchmal am Plugin so ein bisschen. Alter, irgendjemand haut Bild auf seiner Tastatur rum, ey. Ich bin's nicht. Gib mir Mühe, möglichst. Ja, schöne Grüße, Timotus. Was? Ich habe meine Mikro extra weit weggestellt und versuche möglichst sanft auf die Tasten zu drücken. Okay, ihr müsst einfach. Ah, okay, in 4 Sekunden geht's los, nice. Boah, ja. Ich werde euch alle vernichten, Alter. Worum geht's denn da eigentlich? Du hast nur einen Pfeil. Alles klar, wir spawnen einfach zu dritt. Ja, alles klar. Das ist manchmal, tot, wenn man Pech hat, ne? Oh nein, ey, das ist doch schon wieder so ein Spielmodus zum Ausrasten. Warum? Du hast einen Pfeil und dann. Oh Gott, ich krieg gar nichts gebacken, ey.
Tschüss, Nico. Nein, das kann doch nicht sein, ey. Komm. Alles klar. Nein. Ja, komm, Alter. Ich hab noch gar nichts. Ja, manchmal hast du ein bisschen Pech mit den Spawns. Dann spawnst du fast okay, direkt hinter einem, aber das kannst halt nicht. Och, fix. Ach, das tut mir aber leid, Tayplace. Tut mir nicht weh. Oh, die Map an sich schaut nice aus. Mit dem ganzen Schnee ist ein bisschen verwirrend, zwar. Ja, also One in the Tram haben wir halt versucht, so ein bisschen so Deckungsmöglichkeiten Alter. Zu machen. Auch, halt das so ein bisschen so zu verwinkeln zu machen, extra, damit man sich halt nicht die ganze Zeit auf freiem Feld so abschießen kann. Ey, wir haben einen Bug gefunden. Wir können uns hier nicht angreifen. Ja. Ja, es gibt einen Block in der Map. Da klappt das nicht. Ja, aber an diesem Lagerfeuer, damit das Lagerfeuer keiner kaputt macht. Ah, okay. Also, du weißt nicht, wie lange es gedauert hat, dieses dumme Lagerfeuer dahin zu setzen. Hallo Tom. Wenn das oh, okay. Du hast ein Glück. Ach komm, ey, das gibt's doch nicht. Tom. Na egal, solange ich nicht... Tom ist vor mir, okay, ich muss mich ein bisschen anstrengen. Gibt's hier ein Limit? Ihr 25 Kills brauchst du. Ja. Ah, okay. Und dann ist vorbei. Ja, ihr rasiert natürlich wieder völlig hier. Sorry, Tablet. Ich spiele jetzt auch schon ein bisschen lange. Aua, das war. Aber ich weiß nicht, so ein. Die Spawns, das ist schon krass manchmal, wie nah man an den Gegnern spawnt. Ja, ja, klar. Also, da hat man aber auch halt, du kannst halt entweder. Fix eins, eins oder was? Oh. Also, das ist ein bisschen Glücksspiel halt. Ah. Ja, komm, Alter. Ja, die, ihr müsst die Spawns auf jeden Fall noch überarbeiten. Ja, ja, wir versuchen das auch immer wieder, aber das ist halt ein bisschen schwer, da perfekte Spawns zu Das ist vollkommen nachvollziehbar. Es kann doch nicht sein, dass ich... Oh Mann, ey. Wie sieht denn das aus, wenn ihr die Spawns in den ein Stück weit in den Himmel setzt, dass ihr sagt, Ja, das wäre eigentlich gar keine so dumme Idee. Dass hier runterfallen. Oh, wir haben verloren. Ach komm, Kevin. Okay, GG. Auch immer dieser Kevin. Der gewinnt immer. Der gewinnt alles. Ja, ist echt so. Wollen wir noch Ding? Ich hab noch Bock auf TNT-Run auf jeden Fall. TNT-Run? Ja, dann nehmen wir am besten Geht das schon? Die zweite Map. TR2 wohl. TR2, okay. Ist ein bisschen größer. Ich bin schon drauf. Ah, das also ist einfach nur laufen oder ist das auch mit Bogen schießen? Das ist erstmal eine Standard-Map. Genau, also, aber ist das die, wo dann die Dinger weggehen? Oh Gott, Alter. Chillig. Ah, wenn ihr... Ach so, fällt man dann runter, oder was? Ja, ja. Ja, irgendwann ist halt nichts mehr da. Ah, das hat mehrere Ebenen. Genau. Ah, und, nice. Alter, das ist ja unfair. Ja, komm, lass mich. Komm. Kann man sich schlagen? Nee, das wäre ein bisschen... irgendwann kommt halt auch sowas wie Bowsbeef und so. Wir versuchen halt so ein paar kleine Spielmodi zu haben, die man auch mit mehreren Leuten spielen kann. Okay. Ja, nice. Nein, Tom! Der Modus ist richtig nice. Ja, Mann, der ist mega nice. Habe ich verloren, wenn ich hier unten bin? Ja, ne? Ja, da bist du raus, wenn du ganz unten bist. Okay. Dö. Wer lebt denn noch? Ich sehe gar nicht, wer lebt, Alter. Ich slack, glaube ich, ein bisschen im Test, kann das sein? Ja, ich leck nicht. Kann sein, ist gesund auf jeden Fall. Alles klar. Ne? Oh, ja, Alter. Ich hab meine kleine Bruder im Hintergrund. Wir haben Besuch, Alter. Ich glaube, ich der Beste bin. Okay, wo bist du, Tom? Oh, fuck. Oben. Immer noch oben. Da bist du. Oh, du Penner, ey. Ey, ist ja chillig, wenn ich jetzt alleine hier rumchill. Ja, hoffentlich fällt sie runter, ey. Lag Teamspeak. Ja. Es kann schon sein, dass der Teamspeak gerade laggt. Aber, ja, ach, genau. So ein Bug, Alter. Nein, Spaß. Ja gut, ne? Schaut auf jeden Fall lustig aus. Irgendjemand moved hier alle rum. So. GG. Das Ding ist, ich habe euch gemoved. Das Ding ist irgendwie, durch den Teamspeak ist es so, dass immer, wenn ein Channel laggt, könnt ihr einfach einen Channel wechseln, dann geht es wieder. Das ist richtig komisch, okay. Das ist mir letztes Mal schon aufgefallen. Ja gut. Ja, dann würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen oben da. Ich verlinke auch mal die ganzen YouTube-Kanäle hier, zum Beispiel den J-Plays oder Space Jump und GhostGamer. Du hast, glaube ich, auch einen, aber du machst keine Videos, ne? Ja. Egal. Auf jeden Fall ist die Server-IP ganz unten als erster Stelle. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich bin vielleicht auch ein paar Mal noch drauf, wenn ich sehe, dass hier was los ist. Und dann können wir zusammen Bad Wars spielen oder TNT Run oder so. Und schön, dass ihr dabei wart. Dankeschön. Wollt ihr noch was sagen? Danke vielmal. Also. Oh Gott, Alter. Ja. Ja, bitte. So. Ich sage aber tschüss. Abonniert den Tom und mich. Und die anderen auch. Tschüss. Ciao. Ciao.